haben jetzt heute hier gerufen vor einem Dachstuhlbrand. Der wurde gemeldet von einem Spaziergänger, der mit dem Hund noch unterwegs war. Sehr gut gemacht. Hat jetzt uns hier keiner gemerkt. Als wir hier ankamen, hat man schon an einer kleinen Stelle offenes Feuer nach außen gesehen. Und an dem Giebelfenster war auch schon immer roter Feuerschein zu sehen. Und entsprechende Rauchentwicklung unter den Dachziegeln. Wir konnten relativ schnell das lokalisieren und mit wenig Wasser relativ schnell die Sache unter Kontrolle bringen. Das Haus ist momentan nicht bewohnt, es wird komplett renoviert. Über die Ursache können wir definitiv keinerlei Aussage machen. Muss halt abwarten, was die Sachbestände aussieht. Das hat sich langsam vor sich hingearbeitet. Die Rauchentwicklung und diese Pyrolyse-Baseentwicklung wäre immer weitergegangen, bis dann irgendwann der Druck so groß geworden wäre, dass der Dachstuhl komplett in Flammen stand. Kann eine halbe Stunde dauern, das kann eine Stunde dauern, das kann man sehr schwer abschätzen. Das Haus ist ja jetzt komplett isoliert. Es hätte also da innen drin noch viel Zeit gehabt, davor sich hinzuarbeiten, bis der Druck dann so groß wird, dass dann irgendwann irgendwo was durchgeht. Es war definitiv so, dass innen drin noch kein Rauch war, als wir reinkamen. Es hat wirklich zwischen in der Isolierung der Dachisolierung das hat umgesteckt. Schwierig war in dem Sinne, haben wir jetzt gar keine Witterungsverhältnisse, müssen natürlich jetzt aufpassen, dass uns die Leitungen nicht einfrieren, aber ansonsten war das jetzt kein Einsatz, wo man sagen muss, hier ist irgendwas nicht gewesen. Und halt relativ schnell klar war, dass keine Personen mehr im Gebäude sind. Ja, es wird schwieriger, allerdings der Aufwand, an die Nächte heranzukommen, wird viel größer. Man muss viel mehr öfter von innen, von außen, um da ranzukommen. Das wird zwar sehr, sehr abgeschafft, wie weit ist das schon da drin fortgeschritten. Also der Aufwand hat auf jeden Fall gewaltig zugenommen. Also wir sind jetzt ca. 35 Einsatzkräfte hier mit 7 Fahrzeugen. Wir hatten auch noch Unterstützung von der Feuerwehr Leonberg. Auf Sicherheit, wenn der zweite Feuerwehr gebraucht worden wäre, dass er geht sofort hier gearbeitet. Aktuell findet es nur noch statt, dass wir die letzten Nächte noch suchen. Das wird ja in den nächsten 10 Minuten zum Abschluss kommen und dann ist für uns Einsatz endlich.